Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde, wo wir heute durch dieses Fogcater gehen werden. Aber bevor wir das tun, machen wir mal was Außergewöhnliches. Und zwar stapeln wir mal ein wenig die Menschlichkeit hoch, und zwar auf 10 bzw. 11. Einfach weil ich diesen kompletten maximalen Schaden des Fury Swords jetzt einmal haben möchte und brauche. Weil die Stelle hinter uns ist wirklich eklig. Warum? Das sage ich euch gleich. Müssen natürlich erstmal hier einmal wieder das Licht anschalten, weil ich hier natürlich ausgelockt habe und dementsprechend das Licht ausgelaufen ist. Und dann gehen wir hier durch und wir sprinten sofort zu dem Bogenschützen, der uns direkt hier aufs Korn nimmt. Denn zeitgleich läuft ein dunkler schwarzer Ritter auf uns zu und rechts ist auch noch ein Hundemob, den man aber ignorieren kann. Wenn man ziemlich weit links, so wie ich, läuft, dann pullt man den nicht. So, erste Ziel ist geschafft, wir haben den Bogenschützen erledigt und ihr seht, es kommt dieser dicke, schwarze Hellebardenmann, der mal schönen guten Tag sagt und uns versucht, die Hellebarde auf den Kopf zu dreschen. Davon halten wir natürlich überhaupt nichts. Ja, wenn man hier versucht, defensiv zu spielen, geht man durch dieses Fogcater, der Bogenschütze schießt auf einen und der Typ kommt angerannt und ihr könnt nicht gegen den kämpfen, weil die ganze Zeit, egal, Kacke, Kacke! Oh. Alter, war das knapp. Ich habe mich schon runterfallen sehen. Was wollte ich sagen? Könnt ihr nirgendwo vernünftig gegen den Typ hier kämpfen, weil der Bogenschütze die ganze Zeit auf euch schießt. Und das ist richtig, richtig nervig. Deswegen ist mein Tipp, Beine in die Hand, hier durchsputen, den Bogenschützen erledigen und dann souverän, nicht so wie ich jetzt gerade, diesen schwarzen Ritter erledigen, weil ich habe gedacht, ich habe ihn tot, habe schon abgeschaltet geistig. Ja, und dann teilt er noch gute Kellen aus. Und diese Hunde hier sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, denn die haben eine 1-2-3-Kombo, die euch super schnell die Stamina und das Leben wegprügelt. Zudem haben die eine sehr kurze Lock-On-Range, was bedeutet, sobald ihr 2-3 Schritte zurückgeht, bricht euer Lock-On und ihr dreht ihm beim Zurückgehen den Rücken zu. Und dann beißen die euch in den Rücken, was auch wirklich richtig kacke ist. Also diese Mobs sind richtig scheiße. Wie gesagt, weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, wann der Lock-On bricht. Wie gesagt, also das passiert mir sehr oft beim Rumzirkeln, dass der Lock-On einfach weg ist. Oh, wir nutzen die Gelegenheit hier mal für einen Jump-Attack. Er hat nicht ganz gereicht, glaube ich. Ne, er lebt noch, aber jetzt ist er Geschichte. Das ist nämlich auch der Weg, den wir hier weitergehen müssen. Also die Viecher sind richtig eklig, ich mag die nicht. Und ja, aus dem Grund werde ich nachher euch auch, sag ich mal, einen Quick-and-Dirty-Trick zeigen. Wie gesagt, da oben sind noch viel mehr von diesen Hundewesen gleich und die sind richtig finster, meiner Meinung nach. Deswegen, da vorne seht ihr schon das nächste Leuchtfeuer, wo wir uns dann auch einmal menschlich machen werden. Aber auch dazu dann nachher später mehr. Wie gesagt, wir schlagen uns unseren Weg hier einfach mal weiter durch die Dunkelheit. Wir müssen, glaube ich, nach rechts. Ich guck mal links. Da war nichts mehr. Ja, wir müssen hier runter. Und da unten sind auch wieder diese Hundemopeds. Sieht man die hier oben? Moment, ja, hier. Und da machen wir direkt mal einen Jump Attack. Und da vorne seht ihr ja die Augen in der Dunkelheit. Da steht noch ein Skelett. Das waren diesen Riesenskeletten mit diesen Schwert, was es über den Kopf fällt und schwingt. So. Aber den ersten haben wir schon weg, dank Jump Attack. Zwar nicht komplett getroffen, aber ihr seht, die haben hier alle, diese Mobs, eine Aggro-Range. Das geht gar nicht. Also, wie gesagt, man kann fast dran vorbeilaufen. Und, ja, machen wir uns einfach mal mit einem Wunder kurz voll. Verbrauchen wir nicht die Estus. Und dann machen wir hier diesen komischen Skelettmann. Wie gesagt, die Mobs hier werden tatsächlich immer schwerer. Also wie gesagt, diese dicken Skelette plus diese Hundeskelette. Ah, falls ihr wisst, wie ihr zu diesem Gegenstand kommt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einer der wenigen Gegenstände, die ich mir noch nie, glaube ich, geholt habe. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, was es für ein Gegenstand ist und wie ich da hinkomme, weil es hier immer so dunkel ist. Rase ich hier mehr immer durch und beschränke mich auf das Nötigste, weil ich immer Angst habe, dass mir der Lichtschein irgendwann mittendrin ausgeht und ich keine Aufladung mehr habe. Gut, wir aktivieren aber mal hier das Leuchtfeuer. Ich überlege gerade, ja, wir setzen uns auch dran und machen uns mal fix menschlich. Weil am Ende kommt gleich Paladin Leroy, der uns geholfen hat als, ja, Phantom und startet eine Invasion. Jo,
erneuern wir nochmal fix den Lichtschein auf volle Laufzeit und resten nochmal, um die volle Aufladungsdauer wieder von 3 zu haben. Aufladungszahl, nicht Dauer. So, und jetzt kommt Trick 17. Wir rennen einfach durch, weil das ist hier wesentlich einfacher, weil die Mobs von oben jetzt, die wir erledigt haben, einfach runterspringen, uns folgen. Also die kommen quasi von hinten. Und auf der linken Seite hier jetzt sind 3, 4 von diesen Hunden. Die ignorieren wir aber auch. Wir rennen einfach vorbei. Ich glaube, hier über uns würde jetzt der Gegenstand liegen, wo ich da gesagt habe, ich weiß nicht, wo er ist. Besser gesagt, ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ah, die Mobs fallen anscheinend einfach in den Tod, weil sie versuchen, uns zu erreichen. Soll mir recht sein. So, da vorne gibt es noch ein Item. Das können wir uns einfach holen. Das liegt nämlich hier so rum. Und das ist die Seele. Besser gesagt, eine Seele. Mann, irgendwie bin ich heute verwirrt. Ich merke, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Keine Ahnung. Ja, gut. Haben wir das auch. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier runter muss ich, genau. Ja, dann musste ich hier lang. Ich überlege gerade, ob ich ein Item vergessen habe in einer Ecke. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas war hier noch. Muss ich mir das Video nochmal angucken. Eventuell habe ich hier auch einen Teil vergessen. Müsste ich vielleicht nochmal zurück. Ah, da vorne seht ihr so eine Eidechse, aber die ignorieren wir mal, weil hier jetzt nämlich Paladin Leroy seine Invasion startet und der ist richtig finster, weil der eine Waffe trägt, die heiligen Schaden macht, den kann man nicht blocken, also zumindest nicht mit dem Schild. Und ja, wie ihr seht, trotz Block haut er gute Kellen mit diesem scheiß Ding raus. Und es ist hier so eng, dass man nicht rumzirkeln kann. Scheiße, läuft gerade gar nicht gut. Da muss ich mal ganz kurz eine Estus benutzen. Wie gesagt, den hier zu machen mag ich wirklich nicht, weil es ist einfach so, so eng. Und er zaubert auch noch. Also wie gesagt, den hier zu machen ist wirklich nicht schön. In den Gang zu ziehen ist auch nicht der beste Plan. Aus dem Grund, da kommen irgendwann einfach, ich weiß nicht, ich glaube es sind so Würmerdinger, die dann einfach auch im Kampf enden. Von daher ist das nicht ganz so schön. Ich glaube, die beste Taktik ist tatsächlich, ihn zu baiten, dass er zuschlägt. Ah, jetzt benutzt er noch ein hier sein Wunder, der komische Paladin. Das ist halt ein Wunder, dass er nicht seinen Heimatstein benutzt und die Bubble anmacht. Aber gut, wir haben ihn besiegt. Irgendwie mehr schlecht als recht. Naja, okay. Wie gesagt, irgendwie ist heute nicht so ganz mein Tag. Dafür kriegen wir Grant und Sanctus, seine Waffe und sein Schild. Die sind eigentlich nicht verkehrt, haben aber ziemlich verrückte Stats Requirement. Und ja, wie gesagt, hier hinten war nichts mehr. Gut, dann haben wir das ja quasi auch erledigt. Hier überlege ich immer noch, ob ich nicht hier irgendwas vergessen habe. Egal. Gucken wir mal einmal ganz fix die Gegenstände an. Allen voran die Waffe und das Schild. Haben wir ja tatsächlich hier gelootet. Wo haben wir es denn? Da, Grant. 130, 130 skaliert mit B auf Stärke und A auf Wille. Was? Unheil verschwindet nach Sieg über Grabesfürstina? Was ist das denn? Hallo? Was war denn das jetzt für eine Meldung, Freunde? Hatte das jetzt etwas mit den Phantomen zu tun oder dass ich letzte Folge im PvP verloren habe? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, diese Meldung. Interessant. Ja, ich habe keine Ahnung, was das war, aber machen wir mal weiter. Diese Folge läuft ja richtig knorke, nicht. Sorry, wie gesagt, an der Stelle dafür, dass es heute so ein bisschen konfus ist. Wo war ich denn? Grant. Ja, 130, 130 BA auf Wille. Brauche aber 50 Stärke und 30 Wille als Stat Requirement. Ja, aber wie es da steht, ist dafür ist sie heilig und sehr effizient gegen die Feinde der Finsternis. Also wie gesagt, wenn man sie tragen kann, ist es keine schlechte Waffe. Aber wie gesagt, die Anforderungen sind einfach mal gigantisch. Hier haben wir das kleine Schild, was tatsächlich gut gegen Blitzschaden ist mit 90.
Ja, wie gesagt, das ist nicht ganz falsch. Und dann haben wir hier noch Sanctus. Genau. Und da ist das Besondere, es regeneriert die Trefferpunkte. Das heißt, wenn ihr das Schild anlegt, kriegt ihr quasi so eine Mini-Heilung. Es dauert zwar ewig, bis ihr damit vollgeheilt werden würdet, aber wenn ihr wirklich irgendwo mal stehen solltet, keine Estus, keine Menschlichkeit, kein gar nichts mehr habt, könnt ihr einfach das Schild anziehen und einen Kaffee trinken gehen. Und eure Gesundheitspunkte werden einfach von diesem Schild dann wieder vollgeheilt. Und ihr könnt in 10, 15 Minuten halt tatsächlich weiterspielen, in der Hoffnung, das nächste Bonfire zu erreichen. Wie gesagt, ist natürlich, ja, ich kann es nicht effektiv nutzen, ich weiß. Ist wirklich nur so eine Notfalloption, aber wirklich besser als nichts. Wie gesagt, achtet mal oben auf meinen Gesundheitsbalken, der sich jetzt wirklich langsam füllt. Also es funktioniert, ist jetzt nicht sonderlich optimal, aber besser als nichts in Notfallsituationen. Wie gesagt, bevor ich tatsächlich dann mit 2-3 HP zum nächsten Bonfire versuche zu kommen, und man kassiert ja immer irgendwo 1-2 Hits, würde ich tatsächlich dann halt stehen bleiben und versuchen damit zu raggen. Wie gesagt, so ähnlich habe ich auch Demon's Souls gespielt mit Mana-Punkten. Das war ein Krampf, also wie gesagt, deswegen gruselt es mich davor, auch nochmal in Demon's Souls einen Magier zu spielen, weil man da so mit den Mana tricksen musste. Da gab es halt keine Aufladung bei den Zaubern, da gab es tatsächlich einen Mana-Pool und den konnte man halt wieder auffüllen mit Mana-Regeneration. Das war ein bisschen anders als hier in Dark Souls. Gut, aber genug gequatscht. Wie gesagt, nächste Folge gehen wir dann diesen Gang weiter zur Richtung Naito und bis dahin sage ich bis dahin.